Moin, ihr Knubbelbrüder Knochen wieder hier, so wie im letzten Video schon angekündigt, habe ich ja gesagt, dass ich angegriffen wurde, direkt als ich reingekommen bin. Der Typ hat ja auch ein paar Sachen erobert gehabt. Kollege, also mein Koalitionspartner, wir hatten noch einen zweiten, beziehungsweise noch einen dritten, der mittlerweile aufgegeben hat, der ist komplett weggeradiert worden. Ich glaube, das war Ostbrasilien oder irgendein brasilianischer Staat war das jedenfalls. Hab mich auch gewundert, weil ich dachte, der ist ja so weit weg, das lohnt sich ja gar nicht richtig für ihn. Ja, und wir würden ja nie rechtzeitig hinkommen, ist ja auch dann mehr oder weniger passiert. Jedenfalls, ja, habe ich den Typen ja erstmal weggemacht. Mit dem Kollegen zusammen muss ich dazu sagen, der Kollege hat auch ein paar Gebiete eingenommen. Leider auch eine hier Brisbane, einer meiner Städte, ja, wo ich ihm ja ihn vorher mehrmals darum gebeten habe, dass er es eben nicht tut und dass er bitte darauf achten soll, weil ich schon gesehen habe, dass er Anlandetruppen hingeschickt hat da. Und ich glaube, der guckt aber nur ein oder zweimal am Tag rein, macht dann halt, schickt alles los, macht dann dies und jenes, ja, und dann ist das scheiße gelaufen. Lange Rede, kurzer Sinn. Nachdem wir den einen entfernt haben, sag ich mal, habe ich dann Zentralaustralien angegriffen. Eigentlich auch nur, weil ich dieses Nachschubpaket haben wollte, weil der klassische Weltkrieg hier, also mit einem 24-Stunden-Rhythmus, das heißt 24 Stunden sind auch 24 Echtzeitstunden, ne, bedeutet natürlich, dass man nicht so schnell spielt und nicht so viel produziert, wie jetzt im Zwei- oder sogar vierfache Geschwindigkeit, ja, wenn da bestimmte Events sind. Also dachte ich mir, hole ich mir halt das Nachschubpaket und gut, das war jetzt kein Spiel, das war eine KI. Habe ich auch mit ihm dann so ein bisschen, ich weiß gar nicht, ob er großartig, nee, ich glaube, er hat da gar nicht mitgeholfen, weil Zentralaustralien nur Adelaide als einzige Großstadt hatte und andere waren so kleinere Gebiete. Irgendwie bin ich dann in Krieg geraten mit dem anderen Typen, Westaustralien. Und der Typ geht mir so hart auf den Sack, das ist unglaublich. Ja, Kollege wollte mir dann helfen, hat gesagt, okay, dann mach. Dann macht, dann greift irgendwas an. Und ich habe ihm auch immer gesagt, dass er die Städte beschießen soll. Das heißt, er ist natürlich mit Schiffen zuerst rangekommen und hat da Einheiten, die da rumstanden, weggeballert. Und ich habe ihm gesagt, pass auf, du musst weiter, wenn du die Stadt noch nicht eingenommen hast, musst du weiter auf die Stadt schießen, damit die Moral weiter runtergeht und er nichts bauen kann. Weil die Gebäude dadurch auch zerstört werden. Ne? Das ist natürlich Sinn der Sache, wenn man dann doch eine Stadt noch nicht, also keine Truppen in der Nähe hat, ja, und aber auch nicht will, dass der Gegner die Stadt zurückholt, beziehungsweise wenn man will, dass die Moral runtergeht, sodass beim Tageswechsel vielleicht die Stadt verloren geht. Und natürlich wichtig, dass er keine Produktionsstätten hat, damit er irgendwelche Einheiten da baut. Ja. Habe ich ihm gesagt, okay, hat mehr oder weniger funktioniert. Also, er hat die Städte schon eingenommen, ne? Aber ich habe ihm, ohne dass ich ihm gesagt hätte, er soll darauf ballern, wäre es glaube ich nicht so einfach gegangen. Weil ich habe auch gesehen, dass irgendwann nämlich bei einer oben, wo ich dann gelandet bin, da habe ich es vergessen. Ich habe einfach die Einheiten weggeballert und plötzlich steht da irgendwann ein Kreuzer, ne? Der muss ich erstmal den Kreuzer wegknallen. So, der Typ hat plötzlich dann angefangen, halt Gold um Gold zu investieren, weil erst hat er nur so Krüppeleinheiten gehabt. Ich nenne sie jetzt mal so. Ja, ganz politisch unkorrekt, Krüppeleinheiten. So, also Einser, ne? So ich auch viele habe. Ja, plötzlich waren es dann Dreier und am nächsten Tag waren es dann alles Vierer, dachte ich, okay, der hat jetzt richtig reingeknallt, der hat jetzt richtig Geld reingegeben, hat mit Gold auch die Forschungszeit verkürzt und dann gleich die nächste Forschung gestartet und so ging das die ganze Zeit. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Mit schweren Kämpfen habe ich dann doch mal ein bisschen mit dem Kollegen zusammen, ein bisschen muss ich sagen, aber der Kollege ist eigentlich nur so, erobert ein paar Gebiete und dann bleibt er meistens irgendwie stehen. Ja, super nervig, aber so spielt er halt, ne? Habe ich jedenfalls größeren Teil dann seiner Gebiete eingenommen. Ey, und dann macht der Typ genau das, was so zum Kotzen ist. Der schickt halt hier ein paar Sachen durch die Gegend und wie zum Beispiel so ein Zweiertrupp. Ich sehe den Tag später, sehe ich immer noch diesen Zweiertrupp, wo ich die ganze Zeit Bomben drauf schicke. Weil irgendwann haben meine Bomber wohl die Sicht auf diesen Trupp verloren. Und dadurch haben sie nicht weitergekämpft und so. Und ich denke mir, wieso sind. Dachte ich mir, wer nimmt denn da oben diese ganzen Gebiete ein? Hat das schon wieder irgendwelche Truppen? Ich flieg das also ab und guck da so lang. Und dann sehe ich diese Truppen da noch immer noch rumlaufen. Fast tot, irgendwie mit 1,2 Lebenspunkten. Ich denke mir, das gibt's doch nicht. Das ist ja richtig mies. Und dann sehe ich weiter unten, hat er einfach, ich glaube, 20 Einheiten waren es insgesamt zusammengepackt. Ne, 19 Einheiten waren es. Packt da 19 Einheiten zusammen und fährt einfach von oben nach unten alles ab. Und wir haben nicht genug Truppen, um das abzufangen. Ja. Ich habe dann irgendwann Zweierstaffel, also Rang 2, 7 Bomber raufgeschickt, bevor ich dann heute schlafen gegangen bin. Na, als ich aufgestanden bin, waren die natürlich alle weg. Ich glaube, drei Angriffe konnten die fliegen, bevor aufgrund der Verteidigungsstärke des Gegners, bevor
Ja, die dann einfach alle zerbrettert wurden und so. Und was der Typ macht, er wirklich wie ein dreckiger Honk. Wie ein Dreckshonk. Ich hasse ihn so. Er ist so Abschaum. Der fährt natürlich jetzt alles von oben nach unten ab. Der nimmt aber auch nicht alle Städte ein. Ich versuche so viele wie möglich immer weiter zu bombardieren, damit er dann nicht anfängt, dann auch Sachen zu produzieren. Das ist teilweise natürlich nicht sonderlich einfach. Und ich gucke jetzt mal nebenbei. Wir sind hier immer noch am Kämpfen. Ich greife immer noch seine scheiß Einheiten an. Jetzt sehe ich aber nicht mehr, wie viele das sind. So, er steht jetzt da. Kann ich schon sagen, weil ich es gerade nicht aufnehmen kann. Er steht jetzt in Medura. Mildura. Das ist so schräg links nach oben von Melbourne, was ihr da so gerade sehen könnt. Ja. Da pimmelt er jetzt die ganze Zeit rum. Das geht mir so tierisch auf den Sack. Nebenbei greife ich noch Canberra an und meine eigenen ehemaligen Städte, die er jetzt auch schon eingenommen hat, Sydney und Newcastle. Der versucht einfach, so wie ich das bei ihm gemacht habe, ihm die Großstädte wegzunehmen, wo natürlich hauptsächlich produziert wird. Ich habe auch gar keine Ressourceneinnahmen eigentlich, außer ein bisschen seltene Metalle und so, ne? So läuft halt die ganze Zeit. Jetzt muss ich gucken, dass der sich nicht weiter bewegt. Muss ihn also halt beobachten. Ich habe Rang 2, 5 Artilleriegeschütze, weil das 6. konnte ich nicht fertig produzieren. Hat er schon eingenommen. Eben gerade hatte ich noch zwei Bomber, die vor einem Angriff auf eine Stadt geflogen sind. Die sind da gelandet, obwohl natürlich dann im nächsten Angriffsintervall zerstört. Ja. Also es ist wirklich, wirklich super nervig und ich weiß nicht. Wenn ich diese Einheiten jetzt nicht wegkriege, beziehungsweise die mich zerstören, dann höre ich mit der Runde auf, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es lohnt sich überhaupt nicht, da jetzt weiterzumachen. Das sind ja mehrere Tage. Es ist ja so, dass ich jetzt nicht einfach ein Video rausknalle und das immer derselbe Tag ist. Das sind jetzt zum Beispiel von den letzten 4 Tagen. Ein Video ist sozusagen 4 Tage Spielzeit, ne? Oder 4, 5 Tage Spielzeit. Das heißt, das zieht sich natürlich ganz schön hin. Und wenn ich diese Einheit nicht wegkriege, dann lohnt sich das Spiel einfach nicht. Ne? Ich hoffe, dass er jetzt nur rangeklickt hat, jetzt erstmal weg ist und da jetzt mal irgendwie ein paar Stunden stehen bleibt, weil die Angriffswelle ist folgendermaßen 30 Minuten. Ich mache einen Angriff und dann dauert es wieder 8 oder 28 Minuten, ja, bis der nächste Angriff gestartet wird. In der Zeit kann er sich natürlich bewegen. Das heißt, ich muss jetzt ständig gucken, dass er sich nicht bewegt, dass ich endlich seine Kackeinheiten zerfleddere, denn dann hat er keine Einheiten mehr. Weil er keine auch nachproduzieren konnte, weil all diese Städte, die er mal besessen hat, haben wir ja eingenommen und das müsste er auch alles nachbauen. Wir haben ja alles zerschossen da, ne? Und auch die Städte, die er von mir eingenommen habe ich ja zerschossen. Also, beziehungsweise habe ich jetzt gerade noch Kreuzer drauf, die halt weiter raufballern, ne? Damit er da nichts produziert, damit die Produktionsstätten kaputt sind und auch kaputt bleiben. Das heißt, ich muss zusehen, dass ich diese Einheiten wegkriege, weil dann könnte ich die nämlich aufsplitten in die 5 einzelne. Und müsste halt alles wieder abfahren und alles wieder einnehmen, ne? In der Hoffnung, dass hier Honk blöd doof, ja, nichts für ungut, also mein Koalitionskollege mir nicht dann noch mehr Großstädte abnimmt und so. Weil jetzt hat er schon nicht nur eine, sondern er hat noch eine zweite da bekommen. Was auch komisch war, muss ich auch mal kurz erwähnen. Anstatt Großstädte vom Gegner mir zufallen, aufgrund niedriger Moral, kriegt der Gegner seine Städte wieder. Die Städte, die aber mir gehörten, mit extrem niedriger Moral, die kriegt ein Kollege. Da kriegt der Kollege eine Stadt von mir. Ja. Und für die, die es nicht wissen, im Kernland, also alles das, was ursprünglich ohnehin euch gehörte, da produziert ihr die meisten Ressourcen. Das heißt, ich produziere jetzt noch weniger Ressourcen, weil der Kollege diese Stadt bekommen hat. Und da dachte ich mir schon, ist jetzt nicht geplant. Ja, aber da dachte ich mir so für einen Moment, vielleicht sollte ich meinen Kollegen angreifen, der hat ja eh nur so ein paar Truppen hier, weil das geht mir ja langsam tierisch auf die Nüsse. Ja. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich dachte, also komisch, ihr versteht, was ich vielleicht meine, ne? Anstatt die Städte zu mir zurückfallen, gehen die an einen Kollegen, obwohl sie der Gegner eingenommen hatte. Die gegnerischen mit genauso schlechter Moral oder noch schlechterer fallen aber wieder an den Gegner zurück. Also irgendwie verstehe ich das immer noch nicht ganz, ne? Ich habe auch erst irgendwie 587 Spiele gespielt. Ja. Naja, keine Ahnung. Lange Rede, kurzer Sinn. Es ist ziemlich heftig. Mal gucken, was das nächste Video so bringt. Ich muss nebenbei auch reingucken hier. Okay, jetzt bewegt er sich auf mich zu, dieser Wichser. Jetzt sehe ich das gerade. Ich gucke gerade, wo er sich hinbewegt. Ne, das steht immer noch wartend. Aber das wird sich wahrscheinlich gleich ändern. Ich muss ihm immer mit Gewaltmarsch dann diese Einheiten in Sicherheit bringen, damit er mir nicht zu schnell auf den Sack geht. Und ich muss halt gucken, welchen Radius ich habe. Also wirklich, das ist super nervig jetzt und ja.
Gut, lange Rede, kurzer Sinn. So sieht es jedenfalls momentan aus. Wir sehen uns beim nächsten Video, würde ich sagen. Fast 10 Minuten gelabert für ein Video. Auch selten. Ja, wir sehen uns. Haut rein, bis denn dann und ciao, ciao.